Willkommen bei Seenluft 24 die Woche. Das ist unser Nachrichtenrückblick vom 5. November. Aufgrund steigender Corona-Zahlen ändert die Kreisverwaltung OSL den Tourenplan des Impfbusses. Er macht ab sofort jeden Montag und Mittwoch an der früheren Impfstelle in Senftenberg Station. Geimpft wird in der Karlauer Straße ohne Voranmeldung von 9 bis 15 Uhr. Außerdem gelten strengere Testpflichten im Gesundheits- und Pflegebereich. Beschäftigte müssen sich jetzt vor jedem Dienstbeginn auf eine Covid-19-Infektion testen lassen. Am 4. November befanden sich kreisweit rund 700 Personen in häuslicher Quarantäne, 500 mehr als in der Vorwoche. Betroffen waren 5 Kitas, 11 Schulen und 2 Pflegeeinrichtungen. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie fordert faire Chancen für Vestas Beschäftigte in Lauchhammer. Zum bundesweiten Aktionstag Transformation Ende Oktober rief sie zu einer Demonstration in Lauchhammer auf. Unter dem Motto Wandel fair gestalten, mit Mut machen, will die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ein deutliches Signal aus der Lausitz senden. Es sei nicht schlau, die Windenergie ausbauen zu wollen und gleichzeitig ein Werk mit 460 Beschäftigten zu schließen, so die Gewerkschafter. Für die Vestas Mitarbeiter gehe es um eine zukunftssichere berufliche Perspektive. Deshalb bekundete auch Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr seine Solidarität. Bei einem Treffen mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach in Potsdam ging es unter anderem um neue Investoren. Laut Steinbach sei mit einer Lösung im ersten Quartal 2022 zu rechnen. Allerdings, so Mirko Buhr, würden wohl nicht alle Vestas-Beschäftigten eine Perspektive finden. Zurzeit verhandeln Betriebsrat und Unternehmen über einen Sozialplan. Die Wohnungsbaugenossenschaft Senftenberg unterstützt die Jugendfeuerwehr in Schipkau. Dazu überreichte der Vorstandsvorsitzende Horst-Ulrich König vor kurzem ein neues Pavillonzelt. Die seit 1990 bestehende Jugendfeuerwehr hat aktuell 17 Mitglieder. Sie werden fit gemacht für ihren aktiven Einsatz ab ihrem 16. Lebensjahr. Damit der Feuerwehrnachwuchs auch motiviert in die Ausbildung geht, erhielt er auch noch 2 tragbare Kühlboxen mit kalten Getränken, so die Senftenberger. Der Goldene Herbst hat am letzten Wochenende seinem Namen alle Ehre gemacht. Zeit für verschiedenste Wochenendaktivitäten. Die Sonne genießen, Eis schlecken, Sport treiben. In Großkoschen am Senftenberger See war Flanieren in der Sonne groß angesagt. In der nahegelegenen Seesporthalle hieß es kleine Bahnen ganz groß und die Besucher konnten Indoor-Flugvorführungen miterleben. Organisiert hatte das Event der Lausitzer Modelleisenbahnverein aus Senftenberg gemeinsam mit dem Modellpiloten Thorsten Schmoll aus Lauta. Von Freitag bis Sonntag zählten die Veranstalter ca. 600 Besucher. Es hätten auch gern mehr sein können, so das Fazit von Modellbahnvereinsvorsitzenden Dr. Lothar Sikora. Das heißt, wir werden keine roten Zahlen schreiben, sondern schon schwarze Zahlen, aber etwas mehr hatten wir uns erhofft. Der Freitag war sehr hoffnungsvoll, der war für den Freitag sehr, sehr voll, aber Sonnabend war bescheiden, heute Vormittag ging es auch und jetzt Nachmittag gucken Sie sich um. Übersichtlich, leider. Die Landesregierung hat die Corona-Bestimmungen für die kommende Adventszeit vorgestellt. So ist auf Weihnachtsmärkten die Personenzahl auf höchstens 5.000 gleichzeitige Besucher beschränkt. Weitere Abstufungen gelten für kleinere Märkte. Bei Veranstaltungen im Freien ab 1.000 Besuchern gilt grundsätzlich 3G. Regelungen gibt es auch für Weihnachtsfeiern von Betrieben oder Vereinen. Feiern dürfen feste Teams, Abteilungen oder Gruppen in Räumen mit bis zu 50 Personen. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Und damit zu unseren Kurzmeldungen. Seit 1. November entfällt für Personen ohne Corona-Impfschutz die Verdienstausfallentschädigung wegen Quarantäne. Grundlage ist ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Laut Infektionsschutzgesetz entfallen Entschädigungen, wenn Quarantäne durch eine Impfung vermieden werden kann. Aufgrund der Niederschläge in den Sommermonaten gab es 2021 weniger Waldbrände als in den Vorjahren. Der Landesbetrieb Forst zählte rund 160 Brände auf einer Fläche von rund 30 Hektar. Die Monate September und Oktober seien allerdings wieder viel zu trocken gewesen. Der Lauchhammeraner Frank Huras soll als stellvertretender Vorsitzender der SVV abgewählt werden. Das meldete RBB 24 am Donnerstag. Der Stadtverordnete habe sich am Senftenberger Amtsgericht als Staatsangehöriger des Königreichs Preußen bezeichnet. Ein entsprechender Abwahlantrag sei eingegangen, bestätigte der SVV-Vorsitzende Jörg Gärtner auf Nachfrage von Seenluft 24. Brandenburg unterstützt eine digitale Lernplattform für die Generation 50+. Das Projekt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informiert unter anderem über die Kommunikation im Netz, Datenschutz oder soziale Medien. Bis Ende des Jahres werde auch ein Modul zur digitalen Nachhaltigkeit freigeschaltet. Digitale Anwendungen hätten gerade Älteren geholfen, um in der kontaktarmen Zeit leichter zu kommunizieren oder einzukaufen. Auch wenn Digitalisierung nicht die Lösung für alles sein könne, werde sie unser Leben weiter verändern, so Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Das waren die Meldungen der Woche und jetzt schauen wir auf das Wochenendwetter.
Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Es bleibt in diesen Tagen wechselhaft und recht kühl. Ab Sonnabendmittag müssen wir uns örtlich auf stürmische Böen einstellen. Samstag ist es überwiegend freundlich und trocken. Die Temperaturen sind mit 10 Grad noch einmal zweistellig. Der Sonntag ist bedeckt und regnerisch bei maximal 9 Grad. Auch am Montag gibt es immer wieder Schauer. Nur am Mittag zeigt sich kurz die Sonne bei Temperaturen von maximal 9 Grad.